Los. Also ja, nochmal herzlich willkommen heute zu unserem Sonderwebinar zum Thema Avinox Staking. So in den nächsten 3,5 Stunden werden wir quasi mit euch das Thema besprechen. Ganz wichtig zu Beginn, wir haben jetzt nicht einen extra riesengroßen Disclaimer hier ausgerollt, aber ganz wichtig, dieses Webinar dient natürlich einer Investmentberatung, soll auch keine Aufforderung sein, sein Hab und Gut hier in das Projekt zu investieren. Jeder sollte hier auch nach gutem Gewissen, Wissen und Gewissen seine Schritte gehen, generell in diesem Bereich und sich natürlich auch noch weitergehend über das Konzept informieren. So, jetzt muss ich gucken, wie das geht. Gute Frage. Ah, okay. So, ich habe es, glaube ich, raus. Ja, Saphir selber ist quasi nur Staking-Tippgeber. Ich hatte heute nochmal einen Call mit dem Werner kurz gehabt und das war ihm auch wichtig, dass wir das nochmal sagen. Das heißt, Avinok ist ja eins der ersten Projekte, was hier von Saphir im Staking-Bereich quasi empfohlen wird. Und auch die Kunden und Partner, die in Zukunft dann natürlich das Staking in der App vornehmen, machen das alles selbstständig in der dezentralen App und es wird nichts von Saphir an der Stelle ausgeführt, sondern eben entsprechend nur die Tipps gegeben, wo wirklich reale Konzepte auch dahinter stehen. Ja, nichts bleibt, wie es war. Lass dich überraschen. Wir hatten, wie gesagt, dieses Gespräch mit dem Werner. Und wir wissen, dass einfach in Zukunft sich gerade dieses Thema Staking nochmal verändern wird zu den Dingen, die wir heute wissen. Es wird besser, es wird intelligenter und es wird auch noch lukrativer als das, was wir heute schon vorstellen können. Deswegen einfach der Hinweis, dass die Zahlen, Daten, Fakten, die wir nachher an Beispielen bringen, dem aktuellen Stand entsprechen und sich dort einiges nochmal verändern wird. Aber wie gesagt, insgesamt zum Positiven. Deswegen lasst euch da an der Stelle überraschen. Ja, Avinok einfach erklärt. Unser Ziel heute ist es, quasi euch die Frage zu beantworten, die sich sicherlich jeder stellt. Warum sollte ich mich zeitnah mit Avinok befassen? Oder wie kann ich langfristig mit und von Avinok auch profitieren? Wir haben das versucht, so gut wie möglich heute in der Kürze noch umzusetzen. Es gilt natürlich gewisse Detailfragen wie, ja, was genau ist Avinok, was macht Avinok so einzigartig und was genau ist zu tun, um langfristig von Avinok zu profitieren, diese Fragen heute zu klären. Und da geben wir uns natürlich größtmögliche Mühe, das heute auch zu schaffen. Ja, was genau ist Avinok? Avinoks Ziel ist es grundsätzlich, die gesamte Luftfahrtindustrie durch den Einsatz innovativer Geschäftsmodelle und modernster Technologien zu revolutionieren. Dafür entwickelt Avinok derzeit den ersten digitalen B2B-Marktplatz in der Geschäftsluftfahrt, der auf der Blockchain-Technologie basiert. Das Projekt trägt den Namen Voo. Wir werden auch bei uns hier, um das vorab noch zu sagen, später bei uns im Kanal, werden wir euch die einzelnen Links nochmal zur Verfügung stellen, sodass man das auch selbst alles recherchieren kann. Das stellen wir dann in der Gruppe bereit. Genau, Voo ist grundsätzlich eine Software, mit der man eben seine Privatflüge direkt in Echtzeit suchen, buchen, verwalten und auch bezahlen kann. Also ähnlich wie das ein Booking.com ist für die Reisenden heute, für die kommerziellen Reisen, für die Hotelbuchungen, für die Urlaubsreisen. So eine Software oder eine Plattform wird mit Voo hier quasi ins Leben gerufen, um das Ganze zu vereinfachen. Das Ganze soll jetzt schon im Q2, als Quartal 22 eingeführt werden. Also auch hier einfach ein sehr überschaubarer Zeitrahmen, bis hier das reale Projekt umgesetzt wird. Und für diese Voo-Plattform oder für die Blockchain-Lösung an sich dient eben der hauseigene Avinok-Token, über den wir natürlich auch noch ein bisschen sprechen werden. Ja, was macht aus unserer Sicht Avinok so einzigartig? Avinok bietet eben als einziges Unternehmen einen B2B-Marktplatz auf Blockchain-Basis an, also für die Geschäftsluftfahrt, und genießt
unserer Sicht, damit natürlich weltweite Alleinstellungsmerkmale. Abinok fundiert auf dem Geschäftsmodell, das wirklich reale Dienstleistungen auf der Blockchain umsetzt. Es ist also nicht irgendein 0815 Lufttoken, sondern hat ein reales Dienstleistungskonzept dahinter, wo auch schon natürlich gewisse Marktumsätze grundsätzlich da sind. Abinok wurde jetzt auch vor kurzem von Experten der Lufthansa Group als eine der drei Filialisten der weltweit ersten Aviation Blockchain Challenge in der Kategorie Traveler Challenge nominiert. Das hatten wir bei uns auch im Kanal gepostet. Kann man sich den Artikel auch nochmal durchlesen, also den vollständigen Artikel. Und hier dran kann man einfach sehen, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema auch mit einem gigantischen Marktpotenzial ist. Ja, Abinok macht die Geschäftsluftfahrt quasi zu Mainstream-fähig, da einfach Kunden den Zugang zu privaten Flügen wesentlich vereinfacht wird. Abinok löst für die Anbieter auf der anderen Seite natürlich von Privatflügen oder Privatjetflügen das sogenannte Leerstandsproblem, sorgt also quasi für eine bessere Auslastung und somit auch für mehr Umsatz. Und im Endeffekt, klar, ein Flugzeug ist nur profitabel, wenn es in der Luft ist. Am Boden kostet es viel Geld. Ja. Ralf, magst nichts sagen? Gut. Doch, da stehen also mindestens zigtausend Flugzeuge ständig auf dem Boden, die kein Geld verdienen. Und diese ganzen Anbieter, ob das Flugschulen sind oder was auch immer, sind natürlich ganz dankbar dafür, dass es jetzt eine zentrale Plattform gibt, über die man diese Flugzeuge buchen kann. Und oft ist es so, nicht immer, aber wenn man eine Gruppe von 6 bis 8 Leuten oder 10 Leuten ist, dann kann es teilweise sogar günstiger sein, als mit einer Linienmaschine zu fliegen. Genau. Ist nicht immer so, aber es kann sein. Also man kann da schon drüber nachdenken, auch als Privatperson, sich mal so ein Privatjet zu mieten. Genau. Und das ist ja auch eins der Ziele, eben das wirklich für den Mainstream zu öffnen, um das dann auch tatsächlich eventuell günstiger sogar abbilden zu können, wie Ralf richtig sagt, wie so einen normalen kommerziellen Flug. Ne? Ja, was macht Abinok noch so einzigartig aus unserer Sicht? Abinok ist ja seit 2017 bereits in der Entwicklung. Der hauseigene Abinok-Token ist jetzt seit September 21 von ca. 3 Euro Cent auf Stand heute vom 16.02. auf ca. 35 Euro Cent gestiegen. Das heißt, in 6 Monaten 1166%, Pi mal Daumen, alleine in der Kursentwicklung. So, und das zeigt auch schon, dass A, natürlich die Saphir-Familie, die hier mitwirkt und Zenik, natürlich für doch ein großes Potenzial schon gesorgt haben, aber auch, dass das Thema sehr, sehr spannend ist. Gerade jetzt auch mit dem Artikel von der Lufthansa, denke ich, wird sich da in dem normalen Investorenbereich auch einiges tun. Abinok Token ist eben auf über 40 Dollar Cent gestiegen, das erste Mal. Genau, ja, sehr schön. Ich rechne ja lieber immer gerne in Euro, weil da weiß ich auch, was ich beim Bäcker für kriege für einen Euro. Da muss ich nicht erst noch umrechnen. Genau. Ja, was genau ist zu tun, um langfristig von Abinok zu profitieren? Die erste Möglichkeit, die man natürlich hat, ist wie bei jedem anderen Token oder auch bei jedem Coin, den einfach zu kaufen langfristig und langfristig dann von der Wertsteigerung zu profitieren. Na, das kann ich natürlich mit jedem Coin und Token machen, der ein gewisses Potenzial hat und der dann natürlich auch steigt. Kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Genau. Die zweite Möglichkeit ist dann eben diese Abinok-Token, die man jetzt gekauft hat, über die Zenik-App quasi zu staken und dafür täglich und auch vollkommen automatisch neue Abinok-Token zu erhalten. Die dritte Möglichkeit ist, das Ganze natürlich noch ein bisschen zu optimieren. Das heißt, als Saphir-Kunde oder Partner die Abinok-Token über die Zenik-App zu staken und dafür täglich nach aktuellem Stand bis zu 100% mehr an Abinok-Token zu erhalten, wie einer, der nicht Saphir-Kunde oder Partner ist. Also da haben die eine ganz gute Win-Win-Situation geschaffen. Was heißt Staking? Für diejenigen, die das jetzt heute nicht kennen, da gibt es unzählige hochtechnische Erklärungen für. Wir haben es wirklich versucht, so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, Staking heißt, vereinfacht dargestellt, eben seine Token für einen bestimmten Zeitraum über sein eigenes Wallet in der Blockchain zu sperren und dafür, dass man das sperrt, eben belohnt, also
diese sogenannten Rewards zu erhalten. Ja, die gesperrten Token werden dann dazu verwendet, eben das gesamte Netzwerk zu stabilisieren, sich und auch abzusichern, die Gültigkeit der neuen Transaktion zu bestätigen und um neue Blöcke zur Blockchain hinzuzufügen. Ja, also viele haben sich vielleicht in der Vergangenheit mit dem Thema Mining befasst, Proof of Work, und Proof of Stake ist eben etwas oder viel energiearmeres armere Variante, eben so eine Generation von Transaktionen und Blöcken umzusetzen. Ja, der Mechanismus Staking funktioniert ähnlich wie bei Zinsen, also wenn man Geld verleiht, nur einfach viel, viel besser aus unserer Sicht. Ja, der große Unterschied zum klassischen Geldverleih ist einfach, dass man Herr über seine Vermögenswerte bleibt und zusätzlich von der Wertsteigerung des Tokens profitiert. Ja? Also anstatt Deflation eine Wertsteigerung. Ich habe heute mal gegoogelt, aktuell liegen wir so im internationalen oder weltweiten Schnitt zwischen 5% und 7% per anno an Inflation. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Das heißt, wenn ich heute als ja, vermögender Mensch meine Euros auf meinem Konto liegen habe, werden die von Jahr zu Jahr einfach weniger. Ja, relativ einfach. Ja, ist Staking von uns erfunden worden? Nein, natürlich nicht. Es gibt viele Konzepte am Markt, die das schon erfolgreich umsetzen. Ja, wir haben zum Beispiel ein Beispiel. Also schaut man sich hier ein Staking-Konzept, in dem Fall jetzt Solana an, was im April 2020 gestartet ist, kann man so ein bisschen schon erahnen, was so ein Staking-Konzept bewirken kann. Zumal wir einfach sagen müssen, wir als Safi-Familie, wir sind jetzt bei irgendwas über 500.000 Mitgliedern, am Ende des Jahres vielleicht Pi mal Daumen bei 1 Million Mitglieder. Das heißt, wir bringen hier natürlich schon eine bestehende Community mit und diese Projekte wie Solana fangen in der Regel natürlich relativ nüchtern an, haben noch keine große Community aufgebaut und da haben wir einfach einen riesen Vorteil, weswegen wir auch glauben, dass wir mindestens, wenn nicht noch ein viel größeres Potenzial mit Avinok wie mit Solana haben. Start war, wie gesagt, im April 20. Wenn wir jetzt die heutige Entwicklung ansehen, sind die, da ist ein Kommafehler, gut, also von 71 Euro Cent ist der Solana auf 125 Euro Stand heute quasi angewachsen, die Wertsteigerung. Wir hatten auch schon über 200 Euro knapp. Und das sind, wenn man das jetzt einfach mal in Prozenten betrachtet, ja, satte 17.605% Wertsteigerung. Das ist schon ganz ordentlich. Na, und ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst, wo wir uns heute gerade mit Avinok in dieser Startphase oder in Anführungsstrichen Startphase noch befinden und was daraus tatsächlich entstehen kann. Ja, Avinok Staking, ein ganz wichtiger Hinweis hier nochmal, ich hatte es einleitend schon gesagt, die folgenden Angaben beruhen quasi auf den aktuellen bekannten und vom Unternehmen kommunizierten Zahlen. Das finale Staking-Modell, wurde mir jetzt heute gesagt, wird in Kürze vom Unternehmen kommuniziert. Es soll besser, intelligenter und noch lukrativer sein. Deswegen freut euch alle auf das, was jetzt kommt und auf das, was in Zukunft kommt. Also wir haben es, wir können es natürlich immer nur auf Basis der aktuellen Dinge tun. Aber wie gesagt, mir wurde versichert, dass es noch lukrativer wird als das, was ich euch jetzt vorstelle. Also schauen wir uns einfach mal an, diese Belohnung. Wir haben ja vorhin gesagt, für das Staking oder Staking heißt, ich sperre meine Coins oder meine Token in dem Fall in der Blockchain über mein Wallet und bekomme für diese Sperrung quasi, dass da im Hintergrund dann Transaktionsroutung stattfindet, sogenannte Belohnung oder Rewards. Und die aktuellen Kennzahlen bei Avinok sind, dass ich eben als ganz normaler User also über die Zenik App, auch nicht als Safi-Kunde oder Partner, sondern rein als App-Downloader der Zenik quasi ins Staking gehen kann, habe dann, wenn ich für ein Jahr meine Token sperre, 2% Reward im Jahr. Wenn ich für 3 Jahre sperre, 3%, 5 Jahre, 4%, 10 Jahre, 5%. Das ist so das, was jeder draußen bekommt, wenn er über die Zenik-App die Avinok-Token staked. Für die Safir-Kunden und Partner, die dann eben ihren QR-Code scannen, sodass man die Zugordnung, die Verknüpfung hat,
bekommen dann quasi, wenn sie ein Jahr ins Staking gehen, 50% on top zu dem normalen User. Das heißt 1% mehr, der für 3 Jahre eben 66,6% mehr. Ihr könnt die Zahlen auch gerne ablesen, muss ich glaube ich nicht alle vorlesen. Also je länger man im Staking ist, umso höher ist einfach der zusätzliche Reward, den man bekommen kann. Das heißt, insgesamt sind wir dann eben als Saphir-Kunde oder Partner mit 3, 5, 7,5 oder 10%, wenn wir über die Zenik-App ins Staking gehen und natürlich uns als Kunde oder Partner outen. Ja, die Angaben hier der Staking-Rewards sind quasi jährlich. Die Ausschüttung jedoch ist täglich der Rewards. Das heißt, ich hätte jetzt 365 Token, die ich im Jahr bekomme. Ganz einfach runtergebrochen wäre das ein Token pro Tag, den ich kriegen würde, um es einfach banal jetzt mal darzustellen. Genau, die Ausschüttung natürlich klar in Avinok-Token. Ganz wichtig auch vielleicht an der Stelle ist, dass wenn ich ins Staking gehe und meine Token sperre, diese Token weiterhin natürlich mir gehören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich ist nicht wie bei anderen Konzepten, wo ich jemand was oder was einzahle, das bleiben weiterhin meine Token. Ganz, ganz wichtiger Punkt, sodass ich die nach dem Staking natürlich wieder frei verfügbar habe. Ja, schauen wir uns das einfach mal an, was das bedeutet, wenn ich jetzt Stand heute Wert 350 mal Daumen ins Staking gehe, das heißt mit 1000 Avinok-Token, dann kosten die mich 350 Euro. Und wenn ich jetzt für ein Jahr ins Staking gehe, habe ich eben meine rund 30 Avinok-Token im Jahr, das heißt pro Tag 0,082 oder 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Das kann sich eben jeder hier auch aus der Tabelle entnehmen. Wir haben das Ganze natürlich auch mal mit 10.000 Token und 100.000 Token. Und für die folgenden Folien würde ich euch einfach bitten, dass ihr jetzt hier in dieser Tabelle guckt, seid ihr eher der 1.000 Token in Staker, der 10.000, 100.000 und habt ihr hier eben das Augenmerk auf 1, 3, 5 oder 10 Jahre, dass wir, wenn wir jetzt in die Beispiele reingehen, dass jeder immer direkt in seine entsprechenden guckt, weil ansonsten sind das einfach sehr viele Informationen. Wir können nicht hier, oder ich glaube, dann sind wir 3 Stunden hier dran, wenn wir alles vorlesen. Aber entscheidend ist, dass ich eben hier schon, wenn ich jetzt mit 1000 Token mit 350 Euro eben im Staking bin, bei 10 Jahren, hätte ich im Schnitt eben meine 100 Avinok Token pro Jahr, die dazukommen. Und da gucken wir uns jetzt auch mal die Entwicklung an, wie das Ganze funktioniert. Wir haben gesagt, wir gehen einfach mal davon aus, nicht morgen, aber vielleicht, weiß ich nicht, übermorgen, so schnell geht es wahrscheinlich nicht, aber wir gehen einfach mal davon aus, der Avinok-Token, wir haben ja gesehen, was bei Solana möglich war, geht einfach mal auf 5 Euro pro Avinok-Token. So, dann sehen wir hier nochmal die 1000 Euro die oder 1000 Avinok-Token, die ins Staking gegangen sind. Das heißt, da bitte, wie gesagt, jeder das, was er sich selbst vorstellt oder wo er sich sieht, einfach mal in der Spalte gucken, dass man ein Gefühl dafür bekommt, was das dann quasi insgesamt an Avinok-Token bedeutet. Ralf, kannst du mal bitte stumm schalten? Ja, ich suche gerade. Mhm. Mach einfach alle. Ja. Schalte ich wieder frei. Okay. So, muss ich mich auch wieder einschalten. Sehr schön. Genau, das ist also hier schaut bitte... Genau, einfach bei euch in der entsprechenden Sparte danach, was für euch interessant ist. Wichtig ist einfach mal zu sehen, wie viele Avinok-Token sind das dann im Jahr. Wir gehen hier natürlich davon aus, dass ihr das als Saphir-Kunde oder Partner macht, um einfach mehr Token zu bekommen. Das heißt, nehmen wir mal zum Beispiel das 5-Jahres-Beispiel, 7,5%, 50 Avinok-Token. Das heißt 0,201 Token pro Tag bei einem Wert von 5 Euro pro Avinok-Token, wenn das 1 Euro am Tag, also im Schnitt ca. 30 Euro im Monat, die als passives Einkommen dazukommen. Das Ganze habe ich natürlich auch nochmal. Das Ganze habe ich auch nochmal für 10.000 und auch für 100.000 Avinok-Token aufgegliedert und wir wissen natürlich, dass viele draußen heute nicht unbedingt jetzt 35.000 Euro haben, um in Avinok-Token zu investieren, bei dem aktuellen Wert. Aber wir haben natürlich viele verschiedene Charaktere, deswegen haben wir einfach
Varianten hier aufgebaut, so dass wir vielleicht irgendwo einen Mittelwert finden, wo ihr euch auch selber seht. Ne? Genau. Also hier einfach mal für euch gucken in der Sparte, was für euch interessant wäre, Anzahl der Token und wie viele Jahre Staking. Ja, man hat natürlich bei den 10 Jahre Staking hat man die höchsten Prozente, aber das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, wie flexibel er sein möchte. Also wir von unserer Seite, Ralf und ich zum Beispiel, wir machen jetzt einen Großteil, machen wir 5 Jahre erstmal, um dann eben nach 5 Jahren neu zu überdenken. Und einen wichtigen Punkt werden wir nachher auch noch ansprechen, aber ja, ein bisschen später, genau. Ja, also so würde das aussehen, wenn man jetzt entsprechend mit den Token ins Staking geht, wenn der Wert auf 5 Euro pro Abinok-Token angestiegen wäre. Das Entscheidende ist, dass eben die Abinok-Token, die ich im Staking habe, ja nach dem Staking wieder freigegeben werden. Das heißt, meine Token haben sich dann, wo ich ursprünglich mal 350 Euro in dem Fall bezahlt habe, schon auf 5.000 Euro quasi gesteigert, der Wert. Oder eben bei den 10.000 und auch bei den 100.000 kann man selbst sehen, was hier für ein Potenzial ist. Ja. So, und das ist, wie gesagt, sofort wieder verfügbar, sobald man aus dem Staking rausgeht. Ja, wir sind, wer uns kennt, keine Hype-Freunde. Wir rechnen auch nicht gerne schön, aber wir rechnen es gerne trotzdem auch nochmal mit 20 Euro eAbinok-Token. Das heißt, auch hier jeder bitte einfach in der Sparte gucken, wo er sich persönlich sieht, was dabei rauskommt, wenn man letztendlich diese 1.000, 10.000 oder 100.000 Abinok-Token ins Staking gepackt hat. Wir wissen natürlich, dass wir auch einige Großinvestoren haben, die hier mit vor einigen Wochen schon 100.000, 200.000 Token gekauft haben und wissen auch, dass da natürlich einige gibt. Genau, für diejenigen, die noch ein bisschen mehr wissen möchten, wir haben auch noch ein Beispiel mit 50 Euro. Wie gesagt, es geht hier nicht ums Hypen, aber dass man einfach mal seine Chancen eventuell hier erkennt, was daraus resultieren kann. Genau, was da möglich ist. Und da darf sich natürlich jeder selbst seine eigene Excel-Tabelle erstellen, ja, mit dem Budget, was er einbringen möchte und darf dann auch selbst damit rumspielen, wie hoch der Coin wohl steigen wird. Und dass er steigen wird, da sind wir uns sehr, sehr sicher, weil durch das Staking wird eben auch die Anzahl der Coins verknappt, ja, also reduziert. So, und je weniger Coins verfügbar sind, ja, desto höher steigt der Preis. Das ist halt eine Regel in der Wirtschaft. Ja, je mehr Nachfrage da ist, je geringer das Angebot ist, desto höher steigt der Preis. So ist es einfach und so ist das auch bei diesen Token. Hier bitte nochmal der Hinweis, die Mikrofone auszulassen. Nicht, dass das dann eben einfach stört. Ja, so, dann gehen wir mal weiter, wenn meine Präsentation will. Sehr schön. Ja, das absolute Geniale aus unserer Sicht an Abinok ist, dass hier wirklich jeder auch mitmachen kann, dass der Start eben schon ab 10, 20, 50, 100, 500 Euro möglich ist, dass es nach oben absolut kein Limit gibt, wie man ins Staking nachher gehen kann. Und es gibt aber noch ein ja, sehr wichtiges und weiteres Highlight für alle Saphir Partner, die auch als Vertriebspartner oder Promoter quasi aktiv sind. Denn ja, die Saphir-Partner oder für Saphir-Partner zählt der gesamte oder das gesamte Staking-Volumen aus dem aktiven Saphir-Kunden- und Partnerteam auch zur Erreichung der Ringe. Ja, beim Einjahres-Staking, wie gesagt, das sind die aktuellen Zahlen, gehen 30% werden angerechnet für die Rangerreichung. 3-Jahres-Staking 60%, 5-Jahres-Staking 95% und beim 10-Jahres-Staking 100%. Das heißt, wenn Ralf mein Partner wäre und würde jetzt für 10 Jahre ins Staking gehen, würde sein Staking-Volumen, wenn er ins Staking geht, angenommen der Abinok-Token steht bis dahin bei 2 Dollar oder 2 Euro, er hätte 1.000 Stück, wären es 2.000, die hier quasi als Umsatzvolumen angerechnet werden würden für die Aggregate, also zur Erreichung der Ränge. Ja, ebenfalls für die Saphir oder für Saphir-Partner fließen auch sämtliche Staking-Volumen aus dem
aktiven SAFIR-Kunden- und Partnerteam in den Unilevel-Vergütungsplan. Das heißt, wir haben ja einen klassischen Unilevel-Plan, erste Ebene 9%, zweite Ebene 8%, dritte Ebene 7% und je nach Rang geht es ja bis zu 15 Ebenen runter. Da werden wir jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Das kann man, wenn man es noch nicht kennt, eben aus dem Marketingplan sich auch rausholen. Aber wichtig sind jetzt einfach mal für eine einfache Kalkulation diese drei ersten Ebenen, um den Unilevel zu berechnen. Die Teams sind natürlich, oder jeder hat sein eigenes Team. Der eine ist sehr fleißig gewesen, der eine hat eben eine Riesenerfahrung in dem Bereich, der andere beginnt vielleicht gerade erst. Deswegen ist es auch hier schwierig, einfach eine massentaugliche Kalkulation bereitzustellen. Wir haben einfach mal gesagt, wir nehmen eine typische Fünfer-Duplikation. Das heißt, wir gehen einfach mal davon aus, dass nur 250 Euro pro Kopf der Kunden und Partner bei uns ins Staking gehen. Mit einer Fünfer-Duplikation heißt das, ich habe 5 direkte Partner, die haben auch 5. Das heißt, meine zweite Ebene sind dann 25 Partner und die haben auch 5. Das heißt, meine dritte Ebene wären 125 Partner. Würde mich in dem Beispiel würde das bedeuten, dass ich hier halt zusätzlich durch das Staking-Volumen nochmal 2.800 Euro Einmalprovision bekomme. In dem Fall jetzt erstmal eine Einmalprovision. Ich werde gleich noch was anderes erklären, warum das wie so eine Art Dauerläufer ist. Aber da werde ich gleich was zu sagen. Genau, dasselbe haben wir auch nochmal gemacht, falls wir mit 1.000 Euro Staking-Volumen rechnen. Auch hier sieht man einfach, was da nochmal zusätzlich an Provisionen generiert werden kann. Nicht muss, jeder kennt sein Team natürlich und ganz unterschiedliche Umsätze werden hier natürlich in den Strukturen stattfinden. Es gibt ja auch Partner, die schon 7, 8, 9 Ringe runter freigeschaltet sind. Also das aus unserer Sicht nochmal ein sehr gutes Zusatzeinkommen, was hier aufgebaut werden kann. Ganz wichtig nochmal an der Stelle, dass eben die zuvor genannten Angaben auf den aktuellen Daten beruhen und dass wir die neuen Staking-Modelle in Kürze, so meine Info, vorgestellt bekommen. Und wie zuvor schon gesagt, sollen die einfach wesentlich besser, intelligenter und noch lukrativer sein. Bevor wir jetzt die Schlussfolien quasi zeigen, nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Also es wird auch die Möglichkeit geben, über die App quasi sogenanntes Compound, das heißt eigentlich, also auf Deutsch würde man sagen, Reinvest-Staking zu machen. Das heißt, man kann die Rewards, die man verdient hat, kann man rein theoretisch auch einmal im Monat, wer möchte, automatisch quasi wieder reinvestieren und dadurch einen sogenannten Zinseszinseffekt erzielen. Da haben wir jetzt heute keine Kalkulation mehr zu gemacht, aber das ist riesig, was da möglich ist. Da werden wir euch auch schauen, dass wir im Internet, soll es gute Kalkulatoren für sowas geben, wo man das einfach mal selber für sich ausrechnen kann, was das bedeutet, wenn ich quasi meine Rewards wieder reinvestiere, um einfach mein Volumen zu erhöhen. Ne? Genau. Ja, ich gehe davon aus, wir haben hier nur bestehende Kunden und Partner, aber wie kann man letztendlich jetzt hier starten in diesem Staking-Konzept? Das heißt, man, erster Schritt natürlich klar, man wird SAFIR Kunde oder Partner. Zweiter Schritt, man lädt sich die App runter, installiert sie. Dritter Schritt, man kauft sich Abinok-Token oder versendet die oder macht direkt eine Auszahlung in Abinok-Token über das Backoffice. Die Funktion gibt es ja mittlerweile auch. Und der vierte Schritt ist, sobald das Ganze freigegeben ist, ich gehe einfach mit meinen Abinok-Token ins Staking und erfreue mich dann natürlich an den Rewards.